Jeder soll selbst entscheiden, wann er shoppen will. Das ist eine Forderung der Initiative Selbstbestimmter Sonntag. Die Warenhausketten Kaufhof und Karstadt wehren sich so gegen eine in ihren Augen staatliche Bevormundung. Der Handelsverband Bayern unterstützt diese Initiative. Sonntag ist der Haupteinkaufstag im Internethandel und da müssen wir einfach Möglichkeiten haben, dass die Geschäfte sich vor Ort präsentieren können. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass gerade Familien verkaufsoffene Sonntage zum entspannten Shoppen und Bummeln nutzen. Die Sonntagsruhe ist im Grundgesetz garantiert. Und dass das so bleibt, dafür engagiert sich auch Hannes Kreller von der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Gemeinsam mit Verdi hat sie eine Allianz gebildet, um gezielt vor der Bundestagswahl dafür zu kämpfen, den Sonntag nicht den kommerziellen Interessen zu opfern. Es geht um die Gesellschaft selbst. Also es geht um die freie gemeinsame Zeit für die Bürger, die es notwendig macht. Und wir erleben derzeit, dass die Zeit immer mehr flexibilisiert wird. Dass Menschen immer dann zum Einsatz kommen, wenn von Arbeitgeberseite aus dies gewünscht wird. Der Kampf um den Sonntag wird sich noch verschärfen. Die Einzelhändler stehen unter enormem Druck. Im Internet kann man rund um die Uhr einkaufen. Also ich würde nicht sonntags einkaufen. Ja, finde ich ziemlich gut. Finde ich nicht schlecht. Die Leute sollen am Sonntag in die Kirche gehen. Dafür ist der Sonntag auch da. Ladenschutzgesetze sind Ländersache. In Bayern sind derzeit 4 verkaufsoffene Sonntage möglich.